Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und das freut mich ganz besonders. Sie ist wieder nach längerer Zeit dabei, Krokodil mit Butterbrot, jawohl, Mehl am Start und mit ihrem Neuner Light der Amerikaner, den T49, düst hier mit 65 Klamotten erstmal die Nuller-Linie runter. Zwei Gunmax drauf, 10er, 9er, 8er Battle und wir haben hier 14er, 5 9er, 6 6er, Quatsch, 6 8er auf Live Oaks im Norden gestartet, Nordosten gestartet. Das sehe ich hier mit 6 6er, 6 8er. Ja, wir haben hier 5 Heavys, 4 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light, eine Arti. STB-1 kommt uns entgegen, sie stellt sich hier in den Busch. T-62A aufgemacht. Kommt auch noch. Gleich gibt's dicke Post. Velozeit von 20,6 sehen wir. Einziehzeit 3,4 Sekunden. Ja, STB-1 erstmal eine rein. 374. Munitionsverteilung hat sie 14 mal die Standard HE mit 910 Damage, 76 Durchschlag. Und dann die normale HE, nicht die Heat. Ne? Also wir schauen mal hier. Das hat ja zweimal HE. Ne? Da hat sie, wie gesagt, 14 Mal dabei mit 910 Damage 76 und dann die Standard HE, ja, mit 910 und 85 Durchschlag. So, zweiter Hit auf den STB-1, leider nur 11 gesplashed, so gesagt. Heat hat sie ganz weggelassen. Ja, was haben wir noch? 65 km/h, 24 km/h rückwärts. 10 Grad kriegt die Kanone unten und da sagt die gegnerische Arti, hallo, mit 41. Gott sei Dank. Kein Volltreffer. So, den T-62A nochmal 353 eingeschenkt. Das ist noch ein T-26 E5 Patriot. 8er Premium Heavy, der Amerikaner. So, der T-62A hat sich verabschiedet. 2:1 steht es. Jetzt wird mit drei Panzern auf den T-26E5 gepusht. Oh, volle Breitseite. Volle Breitseite. Den T-26E5 in die Garage gebombt. So, Su 130 PM. Ja, glücklicher Schuss für die Su, dass sie gerade bereit war. Hat drauf gewartet und leider sie getroffen. Mit 520 war aber ihr letzter Schuss. Ferdinand, da kam die fette Granate gerade vorbeigeflogen. Ja, schon wieder kleiner Blitzkrieg hier. 5:1 steht es bereits, zweiter Kill. Oder zwei Kills hat jetzt den dritten Ferdinand rausgekloppt, dritter Kill. Ja, da kommen wir noch hier, großes Mid-Kit musste ich schon ziehen und großes Red-Kit und Kohle als Ration für die Crew. Gehen wir nochmal schnell nach diesem Schuss. Nach dem nächsten Schuss gehen wir mal schnell auf die Mission. Ja, 2872 Aufklärungsunterstützungsschaden hat sie noch schon dabei. So, und doch kein Schuss. Arti wird gerade besucht vom Objekt 140. Auto-Aim auf den TVP T50, 51 und weggekloppt. Vierter Kill. So, Mission hat sie Allianz 11, Jagd auf die Mittleren in Richtung Chimera. Ja, hat sie gerade im Mittleren weggeblasen. Ja, T-62er war ja auch ein Mittlerer. So, Progetto, der nächste mittlere Panzer. Jagd auf die Mittleren, jawohl. Oh, der wehrt sich, der T-54 Light. So, 8:4, 394 Hitpoints bleiben hier noch, 2543 Damage, 3407 Aufklärungsunterstützungsschaden. Rasantes Gefecht hier wieder, 9:4 steht es. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ah, Progetto lohnt sich gar nicht. Fährt sie vorbei und Auto eben drauf und klatsch weg, fünfter Kill. So, Mission hat sie erfüllt. Jetzt reißt es bloß noch Überleben. Also die Mission hat sie in der Tasche. So, gleich in 4 Sekunden ist sie nachgeladen.
was darf glauben? Dran glauben, besser gesagt. Da gar nichts. Da wurde der T95 vorher rausgenommen. Da kriegt sie noch einen 6. Kill. Nein, das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Ace hat sie als Überschrift genommen und da haben wir das Ace, das Panzerarsenal, Speer, Hand Gottes, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer. Und dann haben wir 59.367 Credits, XP kommen wir später. Und dann haben wir hier die Orlex-Medaille. Das ist, wenn man mit einem Light zwei höherstufige Panzer zerstört, mindestens zwei in einem Standardgefecht, dann bekommt man die. Und dann gibt man den Teamscore 2.726 Damage, 5 Kills, 1.395 Basis-XP. Und dann gehen wir mal zum Report. Da hat sie 9 Mal geschossen, 8 Mal getroffen, 3 Mal durchschlagen, 6 Mal Splash und dann 3.881 Aufklärungsunterstützungsschaden. Das macht einen kombinierten Schaden von 6.607. Gefahren ist sie 3,14 Kilometer. 39.578 Credits hat sie bekommen. Dann abzüglich Repair, Munition und Kit und Ration. Macht ein Minus von 33.781. Das Ganze mit einem kleinen Blitzkrieg hier. 5 Minuten 16. Dafür gab es die 1.395 XP. Und das macht dann zusammen mit Siegbonus 2.093 XP und 105 freie Erfahrung. So, das war eine schöne Runde wieder mit ihr, mit dem T49. Mir hat es sehr gut gefallen, besonders wie sie den T26 da E5 weggebombt hat in die Garage. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. War wieder sehr begeistert, ne, dass sie mir wieder ein Replay zur Verfügung gestellt hat. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.